Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Alex. Wo letztens haben wir es mit Nastia ein bisschen verkackt. Diesmal ist Kaya dran. Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Doch, eigentlich schon. Keine Ahnung, was mit Nastia passieren wird. Ich habe meine Theorie, was man mit Kaya passieren wird. Überhaupt jetzt. Kann sein, dass wir drinnen hier eine Szene starten, werden wir gleich sehen. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, das könnte man. Wie geht es dir? Alles gut. Oder ist das alles erst im nächsten Passus, dass dann was weitergeht? Eine Runde schlafen und dann Meister Thorald besuchen. Da brauche ich hier Kaya dazu. Eigentlich ganz nett hier. Ja, ist meine Wohnung. Ich habe sie ein bisschen umgestaltet, glaube ich, letztens unabsichtlich. Meister Thorald. Ja, wir machen mit der Main Story weiter. Ich glaube, das Spiel wird sich... Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Das Spiel wird, glaube ich, nicht so lange dauern mehr. Verstand, dass ich noch alles weiß, wie man macht. Okay. Komm schon, Kaya, gönn dir Fight. Wolf gönnt sich auch schon. Ah, jetzt ist er bei uns eingeklemmt. Ja. Ausdauer für diese Fight. Wo ich schon so hoch gelevelt sein sollte. Ja. Ist klar, ist klar. Meister Thorald. Dein Heiltrank hier. Nexportness. Der macht mich ja gar nicht mehr voll, der kleine Heldrank. Das ist wieder so ein Troll. Ist doch sicher irgendwo ein Bett, aber ist ja egal. Das Team geht weiter. Machen wir mal einen fetten Save. Einen fetten neuen Save. Auf wie viele Stunden sind wir? Ah, 37. Das geht, das geht. Das habe ich beim ersten Mal spielen gehabt, so um die 40, 50. Irgendwas dazwischen, glaube ich. Egal, was du glaubst, hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Warte. Ich weiß von deinem Kampf gegen den Hybriden. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Soeben warst du nur ein Störenfried, der sich verlaufen hat. Doch nun gefährdest du meine Mission gegen den Eispalast. Und ich muss dich töten. Ich kann dir helfen. Der Eispalast war einst meine Heimat. Tatsächlich? Wer bist du? Warte. Ja, jetzt sehe ich es. Aber ich dachte, du seist tot. Ich bin ein Wandler zwischen den Welten. Gejagt von den eigenen Leuten. In der Tat. Du siehst verändert aus. Und doch, was willst du hier? Warum? Wie soll ein Mann, der einst die Welt versklavte, seinem größten Feind helfen, der gegen seine eigenen Ideale kämpft? Ah, und ich trage noch die Alprüstung. Na, Separatisten. Vielleicht erkennen die keinen Unterschied, aber... Mein Auftrag war es, mir das Wissen über das Elex anzueignen. Was sagt mir, dass du diesen Auftrag nicht jetzt noch erfüllen willst, Alp? Das kannst du nicht, aber genauso wenig kannst du auf mein Wissen verzichten. Wieso? Ich war ein Alp. Und ich weiß, dass du dich hier versteckst. Ich weiß, dass du das Elex umkehren willst. Und ich vermute, du bist nicht weit davon entfernt, deine ersten Erfolge zu verzeichnen. Außerdem sollst du Kenntnisse darüber haben, wie man an den Hybriden herankommt. Und weiter? Ich kenne die Strategien und Schlachtpläne der Elixitoren. Mein Wissen über die Stellungen der Alps in Xarkor ist zwar einige Wochen alt, doch ist es recht umfangreich. Könnte sein, dass mich das interessiert. Aber warum erzählst du mir das? Je länger ich hier draußen bin, umso mehr verhärtet sich der Verdacht, dass ich von meinen eigenen Leuten verraten wurde. Ich will wissen, wer. Darum muss ich in den Eispalast. Du scheinst der Einzige zu sein, der mir dazu verhelfen kann. Verbünde dich mit mir.
Gemeinsam können wir einiges erreichen. Gesetzt den Fall, ich glaube dir. Was genau erwartest du von mir? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die Berserker-Rüstung tragen würde, würde sich da nichts verändern an diesem Gespräch. Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Unsinn. Die Alps werden dich pulverisieren, bevor du die große Rampe des Eispalastes erreichst. Das ist mein Problem. Nein, ist es nicht. Das Risiko ist zu groß, dass sie dich kriegen und sie dich schlimmstenfalls wieder umdrehen und du dich doch wieder gegen die freien Menschen wendest. Das Risiko wirst du eingehen müssen. Nein. Wir führen einen offenen Krieg gegen die Alps in den Ländern der freien Menschen. Immer noch sterben Menschen in den Konvertern. Immer noch halten die massiven Angriffe der Alps und ihrer Maschinen an. Das muss aufhören. Und zwar sofort. Du willst den Eispalast infiltrieren? Dann beende erstmal den Völkermord, den deine Leute begehen. Erst wenn die Alps den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen verlieren, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Keinen Tag früher. Es wird mal eine Stunde geredet. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden. Diese Werkzeuge des Bösen haben schon zu lange ihren Dienst verrichtet. Kurz hin. Dachte Nelix 2, dass er der Vater von Fox sein würde, weil die eine gewisse Ähnlichkeit haben. Besser. Je weniger Elex die Alps fördern, umso schwächer werden sie. Und desto eher sind sie zu besiegen. Wenn du nur irgendeinen Weg kennst, sie zu deaktivieren, dann sorge dafür, dass sie endlich schweigen. Das hatten wir doch schon. Warum ist auf einmal Mitternacht? Wie lange stehen wir hier schon? Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Das ist leider wahr. Doch sorgen mich am meisten die Machenschaften der Kleriker. Ulbricht, der oberste Judikator der Kleriker, plant eine Großoffensive gegen den Konverter der Alps in seinem Land Ignadon. Sollte er scheitern, dann ist Ignadon in der Hand der Alps. Das darf nicht passieren, wenn wir nicht an zwei Fronten kämpfen wollen. Ah, Thorald lebt ja unter einem Stein, deswegen ist alles neu für ihn. Die Elixitoren sind die eigentlichen Drahtzieher bei den Alps. Tatsächlich? Sagtest du nicht selbst, dass du den Verdacht nicht los wirst, dass deine eigenen Leute dich verraten haben? Ich würde vorschlagen, du regelst erst einmal deine Familienangelegenheiten, um deinen Kopf frei zu kriegen, bevor du weitere Schritte gegen den Eispalast einleitest. Was weißt du schon von meiner Familie? Ich kenne dich, Bestie von Xakor. Und ich kenne deinen Vater. Und ich glaube nicht, dass er nur zum Spaß nach Abessa geflohen ist. Big Daddy Vadek hier, oder? Das dauert zu lange. Das dauert zu lange, das reinzoomen immer in die Cutscene. Mein Patreon war direkt vom Tor, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und da ist ein Staubsauger. Roomba des Todes. Wie bitte? Es gibt Probleme mit der Elex-Förderung in Edan? Ja, der Konverter dort ist inaktiv und das schon seit Stunden. Vermutlich nur eine technische Störung. Nein, ich denke, das waren die Berserker. Ich gehe davon aus, dass sie die Konverter stürmen konnten. So, wie es sich schon die letzten Wochen abzeichnete. Dafür gibt es keinen Hinweis. Das ist doch offenkundig. Doch sind wir schon zu verblendet, um die Wahrheit anzuerkennen. Was soll das?
Höre ich da etwa leise Kritik an unserer Direktive? Nein, aber an den Methoden, diese umzusetzen. Wir dürfen die freien Menschen nicht unterschätzen. Wenn ihre Gemeinschaften ihre Feindseligkeiten einmal vergessen und sich verbünden würden, dann könnte das gefährlich für uns werden. Sei besser vorsichtig, was du sagst, alter Mann. Du weißt, sonst werde ich das melden müssen. Außerdem sind deine Zweifel unangebracht. Die Zukunft gehört uns und deine Söhne sind bald die Speerspitze unserer Armee. Ja, ich weiß. Ja, klang sehr überzeugend. Vermutlich hat auch er einen Feind im Eispalast. Was? Wie jetzt? Du weißt nicht, dass Vardik zu den Separatisten in Abessa übergelaufen ist? Ha! Dann weißt du über deinen Vater weniger als ich. Kümmere dich besser mal darum. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt. Tja, vielleicht ist das gar nicht schwierig. Ich sag mal so, wenn die freien Menschen wüssten, wie man eure Gleiter mit einem einfachen Schuss vom Himmel holt, hättet ihr keine mehr. Also frag dich mal, wer von den erlauchten Herrschaften aus dem Eispalast hier draußen so etwas wissen könnte. Die Separatisten? Unwahrscheinlich. Die kämpfen doch gegen die Elexetoren und nicht gegen ihre Soldaten oder Commander. Du glaubst, es war ein Elexetor? Das würden sie nicht wagen. Ich war im direkten Auftrag des Hybriden unterwegs. Kallax hat dich hinrichten lassen. Kallax handelte nach der Direktive. Wer versagt, gefährdet die gesamte Mission und verdient den Tod. Doch hatte er auch bei meiner Havarie die Finger im Spiel? Gegen den Willen des Hybriden? Tja, und da es keinen Elexetor gibt, der einen direkten Befehl des Hybriden verweigert... Es gibt einen, Zadom. Aber das ist unmöglich. So sicher bist du dir? Nun, an deiner Stelle würde ich den alten Eremiten mal näher unter die Lupe nehmen. Alp. Ich könnte eventuell einen Alpgleiter mit in die Waagschale legen. Sehr interessant. Und er ist voll einsatzbereit, ja? Naja, ich fürchte, dass er erst noch eine neue Reaktorspule benötigt, bevor man ihn wieder in die Schlacht schicken kann. Bei meinem letzten Flug hatte ich schon Probleme mit meiner X-48-Spule. Na schön. Dann sag deinen Mechanikern erstmal, dass sie deinen Gleiter reparieren sollen. Nun, das alles ist ziemlich viel zu tun für einen Mann allein. Was ist mit dir? Ich habe meine Aufgabe hier. Und das ist eigentlich schon mehr, als ich allein stemmen kann. Ich muss weiterarbeiten. Das Elex muss umgekehrt werden. Und koste es mein Leben. So weit sind wir noch nicht. Du hast deine Aufgaben. Komm zu mir, wenn du etwas zu berichten hast. Ich werde hier sein. Was wird weitergeredet? Statusbericht zu den Konvertern. Der stark bewachte Konverter in West-Xakor wird noch betrieben. In Ost-Xakor befeuern die Alps immer noch einen Konverter. Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Anscheinend haben wir doch nicht alle ausgeschalten. Du glaubst wirklich, dass du irgendwann das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umkehren kannst? Ich würde meine kostbare Zeit nicht dafür verschwenden, wenn ich nicht daran glauben würde. Doch sind noch viele Hürden zu nehmen. Ich brauche noch Zeit. Ulbrichts Großoffensive in Ignadon war ein Erfolg. Ha, tatsächlich? Diese verdammten Kleriker und ihr Größenwahn. Wie auch immer, das sind die ersten guten Nachrichten, die mich aus Ignadon erreichen. Nun bin ich offenbar an der Reihe, meinen Beitrag zu leisten. Ich muss meine Arbeit hier beenden, bevor es zu spät ist. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Okay, verstehe. Gaia steht nur im Hintergrund und hat nichts gesagt.
Der Verdacht von Werther Wester besser. Welches näher? Der ist fast nahe. Das ist der ganz weite entfernte. Schwieriger Verdacht. Oh nein, nicht reden zuerst. Da muss ich wieder ins Tal zurück. Okay. Wir machen zuerst mal einen Konverter. Gehen dorthin. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Nee, chill. Sind doch alle hinter uns, alle Maschinen. Nur Ratten hier. Puh. Die können doch gar nichts. Ich sollte besser Mana trinken. Mana. Okay. Hey, schau, der Mond. Und da ist dahinter noch ein Planet. Das sind fette Maschinen. Ich denke, das haben wir angedockt. Ach, wo steckt er? Haben wir auch was angelockt? Oh boy. Ja, willst du fighten? Ja, wir fighten. So viel kleinen Kram, so viele Ratten. Wieder mehr zu erkunden jetzt. Besser speichern. Das ist schon der nächste fettere Fight. Dieser Schleimdragon. Es geht los. Ich habe diesen Dodge gesehen. Vielleicht den Jump Dodge. Richtig fett gefightet. Da war doch ein Turm, oder? Hopp, komm rauf, der Jax. Ach, verdammt, you. Hier, Turm. Das wird wahrscheinlich nicht oben sein, aber schauen wir mal rüber. So, wir kriegen die Sicht da. Ah, ich bin Wolf mit, also zuerst fighten. Zuerst fighten, dann looten. Ach schau. Ja, ein Alp. Kampfroboter. Viel zu leicht, da ein Pferd zu wischen. Verdammt, hier sind viele Tote. Schaut ziemlich schwach bewacht aus. Viele kleine Ratten hier. Okay. Das ist eine coole Höhle. Krieg ich da Edexatorenrüstung? Lass uns reinschauen. Hier auf dich warten. Das ist ja kühle Höhle. Hab ich was gegen Kälte? Eine Suppe sollte helfen eigentlich. Gesundheit, Resistenz, Frost, Wärme der Suppe. Sag ich ja, Wärme der Suppe. Dickes Blut, Blut und Feuer. Was von der Rüstung ich habe, das gegen Frost hilft. Giftstrahlung, ist das Giftstrahlung? Vielleicht das. Ich probier's. Wünscht mir Glück. Ich
werde hier auf dich warten. Ja, ja, mach das. Oh, locken wir sie raus am besten. Ja, rauslocken. Ach, komm schon, dreh dich um. Ja. Oh boy. Das Schwert hilft mir da drin gar nichts. Nur wärmende Suppen. Was könnte ich noch nehmen, das mir hilft? Schlecht aus. Schaut ganz schlecht aus, eine Waffe vielleicht. Verdammt. Nicht gut. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Gar nicht gut. Ich werde hier auf dich warten. Oh, es zeigt sich jetzt schon nicht aus. Das ist ein Elex. Ach, komm schon. Kann ich das nehmen hier? Nein. Das zeigt sich sowas von gar nicht aus. Ach, das Ding kommt nicht mal her. Das Ding kommt nicht mal her. Ah, oh, verdammt. Kühlende Brotsuppe. Nee. Das zahlt sich nicht aus, das zahlt sich nicht aus. Werfen wir mal einen Blick rüber. Oh, verdammt. Sehr schön, sehr schön. Nächste Folge ist dieser. Zuerst versuchen wir diese Höhle zu meistern. In der letzten Wärmensuppe versuche ich es. Okay. Ich werde hier auf dich warten. Boah, zahlt sich das überhaupt nicht aus. Controller! Bastard. Du Alex. Wow. Tötet mich einfach. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Nur Alex in diese Höhle zu legen. Wisst ihr was? Ich teleportiere raus hier. Und heile mich so woanders in ein Bett. Leg mich in ein Bett. Ich hab den Teleporter da. Na, Lager der Mitte. Hier, hier. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Oh boy. Verdammt, hier ist heiß drin. Okay. Folge, außer Kaya sagt was. Folge vorbei. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Irgendwas zu sagen, Mädel? Ach, verdammt. So. Wie geht es dir? Alles gut. Toll, toll. Okay. Peace out. Peace out. Das waren doch schon 20 Minuten, oder? Ja. Peace out.